Und damit herzlich willkommen zurück zu Tekken 3. Beim letzten Mal, oh warte, muss ich leider stellen, hatten wir Fuu-Ogre freigeschaltet. Und heute spiele ich mal mit Kuma durch. Einfach weil ich gerne das Kuma-Ende sehen möchte. Was sehr, sehr geil ist. Ich hoffe, dass es das Ende ist, was ich mir gerade verspreche. Alter, und ist der Bär groß. Das muss man mal sagen. Der ist wirklich epic riesig. Geil ist auch, wo hat der Bär das riesige Halstuch her? Wie hießen die Geschichte damals mit den drei Bären? Und dem Mädchen. Da war doch irgendwie so ein Mädchen und dann so der Bär. Der hat von meinem Tellerchen gegessen. Das gab's mal als Bär verfilmt. Das war nicht nur bei den sieben Zwergen. Das gab's mal mit irgendwelchen drei kleinen Bären. Das hab ich mal gehabt, das Buch. Ja, ich lese auch. Oder ich habe Bücher gelesen, als ich kleiner war. Heute benutze ich das Internet, um Informationen zu bekommen. Da tippe ich dann ein, hey Digga, ich will Infos, gib her, oder er ist boxt. Tippe ich ein. Dann hat er Angst. Und dann bekomme ich so eine lustige Fehlermeldung, dass er den Server nicht gefunden hat. Ist lustig. Gut, so. Der Löwe gegen den Bären. Ein bisschen knuddeln und dann geht das schon. Ach ja. Ich finde Kuma niedlich. Und wir schalten ja noch wen Nettes frei. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich weiß gerade gar nicht, ob das eigentlich vorhersehbar. Na, was heißt vorhersehbar? Ob das festgelegt ist, in welcher Reihenfolge du die Charaktere freischaltest. So, Runde 1 gewonnen, Runde 2 kommt jetzt. Fertig. Ach, Xiaoyu. Und Xiaoyu und Kuma haben ein gutes Verhältnis. Und die werden nachher auch sehen, warum. Und trotzdem werde ich sie jetzt besiegen müssen. Leider. Ich bin voll der dumme Bär. Kennt ihr das auch? So Leute in Kostüm? Ihr geht irgendwie. Das beste Beispiel ist ja Disneyland. Ich war noch nie in Disneyland, aber gibt ja oft in Freizeitparks so Leute, die sich in Kostüm verkleiden, so Mickey Mouse und also eine Kacke. Und die laufen dann rum. Und bei mir ist das grundsätzlich so, wenn ich die sehe, das habe ich früher als kleines Kind immer gerne gemacht, zu ihnen hingegangen und wenn die hin zu mir gekommen sind, sind so, yay! Ein Typ im Kostüm. Also, wie ich das damals euch gerafft hat, dass da ein Typ hintersteht. Hat zwar nie ein Wort gesagt, aber war halt ein Typ hinter. Das habe ich natürlich damals schon gecheckt und heute denke ich mir so, wenn ich einen so sehe oder welchen Typ auf Stelzen sehe oder Clowns, Alter, da kriege ich einen Anfall. Weil das kann ich gar nicht ab. Ich, nee. Also ich bin froh, dass ich noch in dem Alter bin, wo mich diese Leute nicht mehr ansprechen. Und wahrscheinlich, wenn mich diese Leute ansprechen würde, würde man das als pädophil bezeichnen. Was irgendwie bei kleinen Kindern noch ein bisschen pädophiler wäre. Aber naja. Stell mal vor, ne? Also ein Bewerbungsgespräch. Also, sie möchten sich also bei uns als Mickey Maus anstellen. Toten Ton. Ja, was für Referenzen haben Sie denn? Ich hab das Kostüm schon parat. Oh, ist das niedlich. Er tanzt. Ja, aber. Naja. Oder er verkleidet sich als Mokujin und sein Paradespruch wäre dann: Ich hab den Ast schon parat. Oder mein Ast ist da. Oder.
Scheiße. Dieses Let's Play wird ganz schön versaut manchmal, habe ich das Gefühl. Aber naja. Warum kann ich eigentlich keine Grappling Moves ausführen? Und warum war das eben derselbe Move, den Heihachi auch gemacht hat? Warum haben so viele die gleichen Moves? War Namco langweilig und haben gesagt, mir fallen keine Moves mehr ein. Da gebe ich dem dann einfach mal denselben, den der auch schon hat. Na gut. Fight. Let's go, bitch. I will kick you in your face. Ich war eigentlich auch schon mal daran, zu überlegen, ob ich nicht mal ein ganzes Let's Play auf Englisch machen soll. Oder mal ein Let's Test oder ein Let's Show oder was auch immer. Einfach mal eine ganze Folge Englisch sabbeln. So, das, man kann sich natürlich viele englische Let's Player angucken, aber, ja, ich weiß nicht. Und dann ist es eine Tatsache, da ich die englische Sprache wirklich sehr mag, was habt ihr denn hier? Egal. Und wäre natürlich auch mal was anderes. Und außerdem versteht man Deutsche, wenn sie Englisch sprechen, sowieso besser. Erstens, weil Deutsche besser schlechter Englisch sprechen als Engländer. Und zweitens, weil Deutsche nicht diesen schnellen Rhythmus unbedingt beherrschen. Also die Engländer sprechen, die wo du dann nur zweimal hinhörst und dann sagst, ja, okay, ist klar. Ich könnte zum Beispiel sowas, weil ich das drauf habe, einfach, weil mir die englische Sprache sehr gut liegt. Aber es kann ja halt nicht jeder. Und wenn man dann so einem Deutschen zuhört, ich meine mal, ich habe auch kein Problem damit, oder hatte kein Problem damit, meiner Englischlehrerin im Englischunterricht zuzuhören. Weil sie es ja auch, naja, ich sag mal, laienhaft rübergebracht hat, dass man es verstehen sollte. Und würdest du jetzt als Deutscher nach Amerika gehen und da einen Englischunterricht gehen, das wäre dann schon irgendwie was anderes. Das ist irgendwie ein cooler Move. Aber egal. Warum hat Brian eigentlich eben gewonnen? Ich glaube, das hackt hier irgendwo ein bisschen. Wenn ich mir manchmal so meine Aufnahmen im Nachhinein angucke, mache ich manchmal ehrlich, wenn mir langweilig ist, auch wenn ich bloß durchspule oder so und ich bleib dann irgendwo hängen und ich denke mir dann so, Alter, über was für Themen hast du da gelabert? Ach naja, weißt du, und dann danach denke ich mir so, ach scheiß drauf, weißt du, dient da lediglich der Unterhaltung und ob man es jetzt gut findet oder nicht, ist ja eben selbst überlassen. Und einen Daumen runter oder ähnliches kann man natürlich auch nicht verhindern, aber naja. Was natürlich richtig dumm ist, wenn Leute sagen, oder wenn einfach so Leute wirklich hinschreiben, du bist scheiße, du bist schwul, schwul, und dann bestimmt noch so ein paar Buchstaben vertauscht und irgendwie so, ja, keine Ahnung, voll scheiße geschrieben. Und aber keine Begründung da lassen. Und das ist dann natürlich richtig scheiße. Denn da, und wenn du da stehst, aha, was ist dann scheiße? Und ich dann diesen Kommentar lösche. Weil ich erstens keine negativen Kommentare mag, außer sind berechtigt. Sprich, kritikwürdig und einfach, du bist scheiße. Ich hatte auch schon mal ein paar Kommentare von wegen, ich habe deine Mutter gefickt, du Hurensohn. Und solche Sachen. Und da frage ich mich dann echt, aha, okay, gut. Ich spiele Spiele, was machst du? Völliger Irrsinn. Oder einfach einen Daumen runter geben. Dann will ich es aber noch einen Kommentar schreiben. Ich meine, wenn man schon kommentarberechtigt ist, ich meine mal, es können wirklich bloß mal Leute Daumen hoch und runter geben, die wirklich sich bei YouTube angemeldet haben. Und ja, dann könnte man auch wenigstens, wenn man schon Daumen runter oder Daumen hoch gibt, okay, Daumen hoch muss jetzt nicht zwingend, aber wenn man wirklich einen Daumen runter gibt und was Kritikwürdiges zu sagen hat, könnte man wirklich mal schreiben, was einem da nicht gefallen hat.
Ich meine, ich versuche mich auch stetig zu bessern. Und versuche natürlich auch aus diesem uralten Spiel, was man natürlich sagen muss, das Beste rauszuholen. Sprich, mit meinem Kommentarstil mache ich zwar alles im Arsch, aber scheiß drauf. Ich kann einfach einen Ton ausmachen und sagen, hey, der kriegt auf die Fresse, das ist geil, das gefällt mir. Den abonniere ich dafür, dass er auf die Fresse bekommt. So. Ich muss jetzt erstmal checken alles. Fuck die Mutter. Gewonnen. Ich habe übrigens Fuck die Mutter im Let's Play gesagt, was überhaupt keinen Sinn im Zusammenhang mit diesem Spiel hier gibt. Ich fuchtle auch gerade mit den Armen rum, einfach weil ich es kann. Ich sehe das trotzdem nicht. Egal. Auf geht's in die vorletzte Runde dieses Spiels, hoffentlich. Ey, wir spielen echt bloß schon wieder 6 Minuten. Das gibt's doch nicht. Die Videos sind eindeutig zu kurz. Aber ich habe mir das ja so vorgenommen. Pro Charakter ein Video zu machen. Weil das ansonsten mir ein bisschen zu umständlich wird. Oh, guck mal, die küssen sich beinahe. Das ist niedlich. Jetzt küssen sie sich. Niedlich. Oder er will einfach ihm an die Titten. Wie auch immer. So. Boxen und Boxen. Gut. Haben wir das auch geschafft. Und ich halt dann immer meine Fresse. Sage ich auch in jedem Video. Egal, los geht's. Das ist wirklich mein Lieblingsabspann von dem ganzen Spiel, muss ich sagen. Weil er einfach... Ja, da passiert nicht wirklich was, aber du findest es trotzdem lustig. Ja, also Kuma und den wir jetzt freigeschaltet haben, nämlich, wie soll es auch anders sein? Was ist er denn? Den haben wir freigeschaltet, Leute. Okay, warum haben wir niemanden freigeschaltet? Dann haben wir wohl niemanden freigeschaltet und ich habe das hier ganz umsonst Let's Played. Gut, dann gehe ich einfach mal kurz in Modi rein. Einfach, um mich dann nochmal zu verabschieden. Oh, und ich dachte, wir hätten jetzt wirklich Panda freigeschaltet. Okay, wir haben nicht wirklich freigeschaltet. Wir hatten ihn schon eher vorher drinne, aber das ist auch gar nicht die Hauptsache. Ich wollte euch einfach mal dieses Outro zeigen, was ich wirklich sehr gut fand, weil du wirklich wenig gesehen hast, aber es trotzdem viel Potenzial hatte. Gut, das war's für diese Aufnahme. Ich habe ja sowieso gesagt, ich möchte mit jedem durchspielen, also habe ich das jetzt auch getan und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.